Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem wunderschönen neuen Spiel von The Elder Scrolls Online. Beziehungsweise ich wünsche euch einen wunderschönen neuen Sommertag. Genießt den Tag. Wir sind hier wieder im Dunkeln im Spiel. Das macht mir nichts aus. Allerdings, ihr hört es sicher. Es ist irgendwie immer schlimmer geworden mit meiner Nase. Ich klinge immer mehr nasal und ja, ich hoffe, dass trotzdem alles gut verständlich ist. Sollte es irgendwo Pausen geben oder mal kleine Schnitte, dann ist das, meine Freundin, wie gut es tut, euch zu sehen. Dann ist das, weil es bei mir halt gerade so ist, wie es ist. So. Gib vor, dass wir alte Freunde sind, die sich nach langer Zeit wieder treffen. Ich möchte meine Tarnung nicht auffliegen lassen, nur weil ich um Hilfe bitte. Was? Wer seid ihr? Großartige Leistung. Ich brauche eine Assistentin für ein paar heikle Aufgaben. Und ihr seht mir genau richtig dafür aus. Ich ermittle verdeckt in einer Serie von Diebstählen in Marburg. Dieser Künstler ist ein Meister seines Fachs. Warum braucht ihr meine Hilfe? Der Künstler nimmt hiesige Altmeer aufs Korn, also schöpfte ich Verdacht. Wir müssen den Künstler schnappen, ehe die Königin sein Ziel wird. Nehmt meine Notizen. Ich gehe der Sache nach. Ja, und ihr habt es ja schon gemerkt. Normalerweise hätte ich den Anfang rausgeschnitten, nochmal neu aufgenommen. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Ihr merkt schon, wie matschig ich gerade in der Birne bin. Und was ich auch nicht gemacht habe, was ich sonst mache. Wir befinden uns nämlich gerade im Grünschatten. Das hätte ich euch erzählt, hätte ich nicht irgendwie gerade komplett den Kopf weit weg oder mein Gehirn weit weg von meinem Kopf. Wir sind nämlich hier oben in Marbrook. Da starten wir erstmal mit der ersten Quest und dann werden wir uns hier erstmal so durcharbeiten und dann, ich glaube, hier unten wahrscheinlich rumgehen oder so, da muss ich mal gucken. So, seine Notizen lesen wir. Oder auch nicht, weil hier schon wieder was dazwischen kommt, damit man es nicht lesen kann. Ja, mach weg. Erstens, ausschließlich Altmeer als Ziele. Spezifisch gegen das Volk, Groll, Täuschung. Zweitens, stiehlt nur Gegenstände vom persönlichen Wert. Lösegeldforderungen, Rache. Drittens, hinterlässt Nachrichten an Opfer. Opfer weigern sich, darüber zu sprechen. Warum? Bürger, die noch befragt werden müssen, sind Mendrival, Rilding, Kuralit, Talqua und Zuzik. Die haben aber auch immer Namen hier. So, dann werden wir uns mal mit der Befragung befassen. Dazu müssen wir erstmal hier hoch. Das wäre dann der erste. Hier seid ihr richtig! Das Gesetz von Fleischfell und Knochen verpflichtet uns, alles Fleischliche in der Luft, auf dem Boden und unter dem Meer zu verwenden. Deshalb die Überlegenheit des bosmerischen Lederhandwerks. Habt ihr etwas über diesen Künstler gehört? Es lässt sich wohl kaum vermeiden. Unter uns gesagt, hoffe ich, dass der Künstler nie gefangen wird. Woran liegt das? Weil der Dieb ganz offensichtlich ein Bosmer ist. Es würde die Beziehungen im Dominion noch stärker belasten, als sie es ohnehin schon sind. Woher wisst ihr, dass der Künstler ein Bosmer ist? In der Kultur der Bosmer gilt der Diebstahl als Kunstform. Und je wichtiger ein Gegenstand dem Opfer ist, desto besser ist auch der Diebstahl. Und es gibt mehr als nur eine Handvoll Bosmer, die unglücklich darüber sind, dass die Altmeer Marbrook in Walenwald errichtet haben. Aber rein theoretisch könnte es ja auch jeder andere sein, weil ich sag mal, ich zum Beispiel stehle ja auch für die Diebesgilde und die sind ja nicht alle Bosmer. So, okay, das ist schon mal der erste Hinweis. Ihr glaubt auch alles, mein Freund. Ich glaub nicht alles. Ach so, das war gar nicht an mich gerichtet, ich wollte gerade schon sagen. Moment, da geht's wieder runter, dann gehen wir erstmal hier oben hin. Hallöchen. Susik dachte, Marbrook sei eine brandneue Stadt, aber sie ist schon sehr beliebt. Selbst die Hoheiten kommen zu Besuch. Wisst ihr irgendetwas über den Künstler? Oh, heute ist euer Glückstag. Dieser kam vor kurzem in den Besitz einer der Botschaften des Künstlers. Sie trägt seine Handschrift. Eine Botschaft? Darf ich sie sehen? Susik ist doch nicht die Wohlfahrt. Er muss doch seine Kätzchen ernähren. Je berüchtigter der Künstler wird, desto wertvoller wird seine Unterschrift werden. Wenn ihr jemanden kennen würdet, der Kopien dieser Nachricht fälschen könnte, werdet ihr reich. Dann werde ich sie kaufen. Ach so, nee,
Das sind zwei verschiedene. Susik versteht. Ihr habt Verbindungen zu einer Gilde von gleichgesinnten Individuen? Hier, fälscht ein paar Kopien und Susik gibt euch eine Kommission. Wurde das auf Pergament geschrieben? Ja, die Religion der Bosmer untersagt die Verwendung von Papier. Also müssen sie stattdessen Tierhäute verwenden. In Marbrook benutzen sie nur wenige. Gut, was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben, wir haben uns schon lange nicht mehr reparieren lassen. Das können wir mal eben machen. Nochmal Brief des Künstlers. Achso, nee, dann können wir den nur... Achso, nee, das ist der neue. Ach, ja. Ich sah, Kopf, Matsche. Ich habe euren wertvollsten Besitz geraubt. Kommt in 2 Wochen im Morgengrauen zur Bank. Dort werde ich meinen Preis für die Rückgabe fordern. Solltet ihr jemanden vom Inhalt dieser Nachricht erzählen, ist euer Besitz verloren. Der Künstler. Okay, irgendwo hier oben müsste noch jemand sein. Darum. Hallöchen. Nun. Tierhaltung. Eine der wenigen Arbeiten, die nicht gegen den Grünen Pakt verstoßen. Aber in Marbrook ist das Geld. Wisst ihr etwas über den Künstler? Wisst ihr, was ich glaube? Dieser alte Bankier Talqua hat einen Dieb angeworben, um von den reichen Altmer zu stehlen, damit die dann dafür bezahlen, dass Talqua ihre Wertsachen aufbewahrt. Wie kommt ihr darauf? Nun, der Künstler hat es nur auf Altmer abgesehen, die Bank nicht benutzen. Und vergesst nicht, Talqua hat diesen Bosma-Lehrling, dem er die Schuld geben kann. Das ist natürlich eine wichtige Information. Habt ihr davon gehört? Wen beobachtet ihr? Über den Wildkönig? Oh Leute, sprecht doch nicht alle durcheinander, ganz ehrlich. Ihr kommt und wisst, was ihr wollt. So war ich einst auch, vor nicht allzu langer Zeit. Bitte, gebt dem armen Kuralid etwas Gold. Habt ihr etwas über den Künstler gehört? Kuralid hört und sieht vieles, aber es ist so schwer, sich an etwas zu erinnern, wenn einen der Magen knurrt. Doch leider hat er kein Geld für Speisen. Ich würde ihm ja Gold geben, aber 347, hallo, bin ich denn die Wohlfahrt? Sagt es mir, sonst setze ich die Wachen wegen Behinderung der Justiz auf euch. Dieser hat dem Dominion nicht 3 Jahre lang gedient, um so behandelt zu werden. Na schön. Kuralid hat gesehen, wie ein Bosmer spät in der Nacht die Bank betreten hat. Also, alle Fäden zeigen quasi hier zur Bank. Ich entschuldige mich im Voraus für Verzögerungen bei unseren Diensten. Mein Lehrling Nidras ist nach oben gegangen, um sich um persönliche Angelegenheiten zu kümmern. Habt ihr vom Künstler gehört? Und wie ich das habe. Es gibt einen beständigen Strom an Altmer, die hier ihre Wertsachen hinterlegen, seit die Diebstähle anfingen. Der Künstler hatte es noch nicht auf die Bank abgesehen? Das würde ich gerne einmal sehen. Ich bin echter Fachmann für Sicherheit. Niemand kann die Bank ohne die Schlüssel betreten. Aber nur ich und mein Lehrling Nidras haben sie. Nun gut, dann gehen wir mal nach oben. Hallöchen, du bist Verdächtiger Nummer 1. Wenn ihr die Dienste einer Bank benötigt, kann euch mein Meister Talqua unten helfen. Und wenn ich gerne mit dem Künstler sprechen würde? Ah, ihr arbeitet mit Cinna zusammen. Mir ist schon aufgefallen, dass ihr auf dem Markt neue Freunde gefunden habt. Wenn ihr es euch zusammengereimt habt, muss ich mich wohl nicht mehr verstellen. Warum habt ihr von den Altmeer gestohlen? Mein ursprünglicher Plan war es, das Diebesrecht auszuüben. Ich stehle kostbare Gegenstände von den Altmeer und verlange dann für ihre Rückgabe von ihnen, dass sie Marbrook verlassen. Wo sind die Wertsachen jetzt? Es stellte sich heraus, dass die Altmeer das Recht nicht achten. Also habe ich sie zurückgebracht. Jetzt lasse ich einfach den Hass auf Altmeer meine Arbeit für mich machen. Was meint ihr damit? Das werdet ihr bald wissen. Nun, ich habe die Wachen informiert, dass der Künstler in der Bank gewesen ist. Und nun schleicht ihr hier herum. Ich würde euch raten, lieber zu gehen. Und da kommt die erste Wache schon. Ach nee, das ist der... Nee, ist nicht der, der hier unten gestanden hat. Dann sprechen wir mal mit Cinna. Wo ist denn der jetzt? Achso, hier. Genau. Habt ihr herausgefunden, wer der Künstler ist? Der Künstler ist Nidras, der Lehrling des Bankiers.
Der Lehrling des... Warum ist mir das nicht vorher aufgefallen? Ihr habt meinen Dank, weil ihr ihn gefunden habt. Aber jetzt müssen wir uns um das Chaos kümmern, das er mir hinterlassen hat. Was ist los? Der Bastard hat das Diebesgut in die falschen Häuser zurückgebracht. Dann hat er anonyme Briefe an die Opfer verschickt und den Besitzern der Häuser die Schuld untergeschoben. Wie haben die Opfer reagiert? Sie glauben nur allzu leicht, dass ihre Nachbarn sie bestohlen hätten und wir konnten Gewalt eben gerade noch so verhindern. Wir müssen diese Wertsachen finden. Ich werde sie finden. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Laut der Briefe sind die Gegenstände in Häusern in ganz Marbrook. Ihr werdet gründlich suchen müssen, um sie zu finden. Na, das sind doch tolle Aussichten. Okay, dann drücken wir mal F und laufen nicht damit, weil wir die falsche Taste erwischt haben. Ich glaube, das war das Schlimme da dran. Ach nee, das konnte man so öffnen. Ich kann das so öffnen. Und ich kann einfach so hier rein und die Verstecke absuchen. Na gut. Hallöchen, guten Tag. Habt ihr vielleicht sonst noch irgendetwas für mich? Nee, das wäre dann gestohlen. Okay. Aber immerhin, ich habe jetzt gedacht, ich müsste da einbrechen. Stört die so gar nicht, dass da einfach wildfremde Leute da bei ihnen zu Hause reinkommen, ne? Nein, nicht den Kuchen, sondern das Versteck, bitte. So, das. Hier können wir nochmal eben zack und wieder raus. Also entweder sind die total apathisch, die Leute, dass sie das gar nicht mitbekommen. War das jetzt draußen? Weil der zeigt mir an, dass ich hier durch muss. Das war tatsächlich hier, okay. Ich weiß, dass die mal damals endlos verbuggt war, die Quest. Und man lief immer hin und her. Man lief... Ach, hier war das mit dem... Okay. Man lief immer rein und raus von der Stadt und er zeigte immer wieder genau das Gegenteil an. Das war nicht lustig seinerzeit. Aber zumindest das ist scheinbar repariert. Also ich habe eingebrochen, aber... Oh, lala. Scheint ihn irgendwie nicht zu interessieren. Okay. Da hinten läuft eine Wache rum. Ich mache nichts Verbotenes. Ja, es war so klar, dass sie jetzt genau auf die Häuser zuläuft. La la la. Ist das nicht ein schöner Morgen für einen Abendspaziergang? Also hier ist es morgen, in Tamriel anscheinend nicht. Obwohl doch, in Tamriel geht auch langsam die Sonne auf. La la la. Funke, lass uns mal ein bisschen unterhalten, bis die Wache mal wieder weg ist. Obwohl eigentlich hat er sich ja schon umgedreht. Sollte normalerweise jetzt safe sein. Also wenn ihr das selber spielt, immer drauf achten, ne? Dass die Wache da nicht gerade dann hier rumläuft, wenn ihr das macht. Hier ist aber kein Fall. Hallo? Ach, da ist ein Fall. Oh. Halt! Die. So hoch habe ich natürlich nicht geguckt. Wieso hockst du jetzt hier? Sprecht mit Hendare. Können wir auch aufstehen, das ist besser. Aha! Ich habe euch in Flagranti erwischt, Künstler. Diebe können es einfach nicht lassen, an den Tatort zurückzukehren, nicht wahr? Nidras ist der Künstler, nicht ich. Ihr wollt jemand anderem die Schuld unterschieben? Darauf falle ich nicht herein. Wie erklärt ihr dann, dass ihr das Diebesgut dabei habt? Hä? Cinna hat mich entsandt, um das Diebesgut zu bergen. Ihr kennt Cinna? Nun, das beweist noch gar nichts. Ihr könntet seinen Namen aufgeschnappt haben, als ihr von den Ermittlungen in eurem Fall gehört habt. Wie wäre es, wenn wir zu Cinna gehen würden? Eine hervorragende Idee, die ich gerade selbst vorschlagen wollte.
Cinna ist auf der Stadtebene mit dem Unterhaltungspavillon. Geht ihr nur voran. Ich bin nicht so leichtgläubig, gemeinem Gesindel den Rücken zuzudrehen. Regeln eines Feuers erinnerten. Ich finde, Feuer ist viel schöner. Funke, du hast es versaut. Du kannst doch nicht anfangen zu reden, wenn wir noch gar nichts hören hier. Nun gut. Lauf. Was zur Hölle? Was geht denn hier ab? War das ein Anker? Aber der war doch eigentlich gar nicht so nah, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Cinna, der sollte eigentlich hier sein. Der ist auch noch hier. Hauptmann, ich habe gute Neuigkeiten. Ich fürchte, ihr verwechselt mich. Hauptmann Cinna, ich habe den Künstler festgenommen. Keine Zeit für Dankesworte. Ich muss weiter meine Runde drehen. Die Götter mögen euch strafen. Ja, finde ich auch. Ich kann nicht glauben, dass er gerade meine Tarnung auffliegen ließ. Bitte, sagt mir, dass ihr gute Neuigkeiten habt. Ich habe alle Gegenstände gefunden, die der Künstler gestohlen hatte. Stendar sei Dank. Die Lage wurde schon etwas angespannt. Ich weiß dank unserer sorgfältigen Untersuchungen, dass ihr nicht der Künstler seid. Ihr seid frei. Wir werden die Gegenstände ihren ursprünglichen Besitzern zurückgeben. Dank unserer... Hallo, ich bin das erst... Ja, nicht das erste Mal in Mabruk, weil ich habe ja die Hauptgeschichte hier noch gemacht, aber... Vor allen Dingen, wie soll ich der... Naja gut, theoretisch hätte ich ja aus der Stadt rausgehen können, so tun können, als ob ich nicht mehr da bin und dann die Sachen stehlen können. Also das stimmt schon. Man muss natürlich immer das Unmögliche ausschließen und was dann am Ende übrig bleibt, das ist die Wahrheit. Und wenn mir einer von euch jetzt in den Kommentaren schreiben kann, aus welcher bekannten Serie das Ganze stammt, dann bin ich glücklich. Wir haben mittlere Hände in Göttlich, aber ohne Set erhalten für diese Quest. Ja, und das war's dann auch schon. Ich hatte die Quest noch ein bisschen länger in Erinnerung, aber vermutlich kommt das, was ich jetzt im Kopf hatte, entweder kam das vielleicht mit der Hauptquest, das kann natürlich auch sein, oder das kommt jetzt mit der nächsten Quest, die wir jetzt hier in Mabruk noch annehmen können. Aber nichtsdestotrotz machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, weil, ja, sonst wird's einfach zu lange, denke ich mir mal, wenn wir jetzt noch eine andere Folge annehmen. Deswegen erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.